Lattwader Käfig, Ort des Spitzenspiels. Tabellenführer FC 80 empfängt hier den dritten aus Bisperode. Und der TSV war schon mal zu Gast in der Saison hier in Lattwade, gewann am Ende das Kreispokalspiel nach Elfmeterschießen, hauchdünn. Und die Revanche wollten die Lattwader hoffentlich natürlich nehmen und ihre Tabellenführung damit verteidigen. Bisperodes Ziel hier rankommen an den Spitzenreiter. Und die erste Chance, die gab es für Blau-Gelb, nämlich für die Gäste. Lennart Roloff, 5 Minuten zu diesem Zeitpunkt gespielt. Dann aber der erste schöne Angriff der Gastgeber hier in den neuen rot-weiß gestreiften Trikots auf die Kurve. Und dann diese Szene, kein Elfmeter. Christea wird von Anders Kampzwaff attackiert und Schiedsrichter Lorenz sagt zu Recht, das war nichts. Weiterspielen, 0-0 der Spielstand. Die nächste Chance auf der anderen Seite für den TSV. Gute Chance, aber in dieser Situation nur das Außennetz bei diesem Versuch von Matthias Stenke, dem Kapitän der Blau-Gelben. Lattwade mit dem nächsten Zeichen. Es ging hier hin und her, dieser schöne Schuss aus der Distanz. Doch Philipp Gaste, der schießt ein bisschen zu hoch in dieser Situation. Marvin Schmidt dann mit der nächsten Szene. Freistoß, Bartels geht auf Nummer sicher. Versucht den Ball erst gar nicht festzuhalten, sondern wehrt mit den Händen ab nach 40 Minuten. Und die letzte Szene gehörte erneut den Gastgebern aus Lattwade. Spielertrainer Alexander Liebegott hier mit dem guten Versuch. Bartels zur Stelle, dann der Nachschuss. Aber ich glaube, abseits, das angezeigt, als der Yannick Borchers hier nochmal versucht nachzusetzen. Halbzeitstand 0-0. Ein paar Tore hätten es durchaus sein können, aber das Unentschieden verdient dann hier diese Szene, dieses Foul von Yannick Denker. Symbolisch 9 gelbe Karten insgesamt, aber am Ende, das nehme ich schon vorweg, keinen Platzverweis. Hart umkämpft und dann diese schöne Szene. Benjamin Bohne nutzt diese Unstimmigkeit in der Bisperoder Hintermannschaft. 57. Minute die Führung für die Lattwader und die Antwort, die gab es prompt auf der anderen Seite. Das denn anders! Und Rufen Gaste, der sieht den Ball spät hinter der Mauer vor, schellend, und da steht es dann 1-1. Und auf der Gegenseite Benny Bohne, ja, der kann es auch! Erneut die Führung für Lattwade. Das ging hier fast im Minutentakt. 61. der Freistoß von Anders und jetzt nach 70 Minuten die erneute Führung für die Gastgeber, für den Spitzenreiter. Aber dann die Bisperoder im Vorwärtsgang und Joshua Wiechens mit der super Chance. Aber Rufen Gaste, der ist zur Stelle mit einer Glanzparade in dieser Situation. Bisperode jetzt mit Attacke nach vorn. Aber auch die nächste Szene landet nicht im Tor der Lattwader, die immer wieder auf Entlastung natürlich aus waren. Hier diese Aktion von Patrick Borchers, knapp vorbei. Bartel schon verladen, 84 Minuten zu diesem Zeitpunkt gespielt. Und das Spiel noch offen, 2-1 weiterhin für die Lattwader. Und dann diese Szene, kurz vor Schluss, Wiechens abgefälscht. Und Rufen Gaste reißt nochmal die Hände hoch und entschärft diesen Ball und hält damit diesen Sieg fest. Lattwade, Bisperode 2-1, damit 13 Punkte der Vorsprung jetzt auf den TSV. War ein umkämpftes Spiel, leider knapp verloren. Hast du ein paar Worte zum Spiel? Ja, also erste Halbzeit sind wir klar besser, gerade die erste halbe Stunde. Wir müssen da klar in Führung gehen, auch ich eine riesen Chance. Einmal Matti Stenke am Pfosten. Letzte Viertelstunde war dann schon Lattwade ein bisschen besser in der Partie. Gab auch so eine schrittige Situation im Elfmeterbereich. Zweite Halbzeit war es ein offener Kampf dann und wir haben uns dann ein bisschen blöd angestellt, zu offen gehalten und dann Benny Bohne mit 2 Geniestreichen, sage ich mal. Schöner Freistoß, einmal nach dem Abschluss sehr gut antizipiert und ja, haben am Ende dann leider verdient verloren und müssen das jetzt so akzeptieren. Die Saison ist ja jetzt schon länger im Laufe, ihr seid jetzt Dritter. Seht ihr euch langfristig da oben mit drinne? Ja, also heute, das war schon ein Rückschlag, muss man sagen. Hätten heute eigentlich den Sieg gebraucht, um weiter im Aufstieg mitspielen zu können und müssen jetzt erstmal tief stapeln und müssen versuchen natürlich dran zu bleiben, aber es wird schwierig jetzt noch mit dem Aufstieg mit umzuspielen. Matchwinner mit 2 Toren heute, knapper Sieg. Bist du zufrieden mit dem Spiel? Ja klar, das war von vornherein abzusehen, dass spielerisch nicht so viel möglich ist heute auf dem Platz. Es geben die Plätze einfach nicht mehr her im Moment. Ging viel über hohe Bälle, beide Mannschaften. Bisperode ist besser ins Spiel gekommen, gerade die ersten 20, 25 Minuten. Sind wir ganz schwer reingekommen, haben wir Glück gehabt, dass wir nicht in Rückstand geraten sind. Dann so nach 25 Minuten, 30 Minuten haben wir ein bisschen das Spiel gemacht, hatten auch noch 1-2 Chancen vor der Pause, wurden dann deutlich besser. Ja, und zweite Halbzeit war ausgeglichen. Wie gesagt, es war viel über Kampf, war von vornherein abzusehen. Vielleicht wollten wir am Ende den Sieg ein bisschen mehr, dass es dann vielleicht knapp verdient war. Wie gesagt, war spielerisch heute schwer von beiden Seiten. Aber gut, bei dem 1-0 haben sie ein bisschen gepennt hinten, langer Abstoß.
treffe ich ganz gut direkt am Torwart vorbei, dann noch einen Freistoß. Gut, wir wollten es einfach am Ende 1% mehr und deswegen geht es so in Ordnung.